Und hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück zum Let's Play von Star Wars Battlefront. Und ja, wir fangen jetzt mal wieder an mit dem Multiplayer-Modus. Wir müssen jetzt nur mal überhaupt einen Server finden, der überhaupt jetzt wieder voll ist, denn es ist jetzt gerade 10 Uhr und ihr wisst, jetzt ist Samstag und da schlafen die meisten aus. Und ja, was ich euch gerne nochmal drum beten würde, ist nämlich, was wollen wir nächstes Jahr machen? Nächstes Jahr ist, ja, nächstes Jahr ist nächstes Jahr. Und da würde ich ganz gerne eigentlich vielleicht sogar etwas Neues anfangen und Star Wars Battlefront dann, wie gesagt, nicht jeden zweiten Tag bringen, vielleicht dann nur zweimal in der Woche. Aber dann halt hoffe ich doch mal so lange, dass ich vielleicht The Witcher oder irgendein anderes Spiel mal so langsam fertig habe, wie zum Beispiel auch so Deki und anderen Gedöns. Denn es muss ja auch irgendwann mal fertig werden. Und es wäre eigentlich wirklich schade, wenn es nicht so sein würde, wie ich mir es wünsche. Weil dann würde ich ganz gerne mal wieder ein neues Star Wars Let's Play machen. Und Star Wars Battlefront ist zwar geil, hat eine wundervolle Grafik, aber es ist halt Multiplayer, ne? Und mal so eine schicke Story mal zu machen und ein bisschen was anderes, ist, denke ich, doch mal recht erfrischend für den Kanal. Und was machen wir denn jetzt? Ich müsste eigentlich wirklich Heldenjagd mal wieder machen. Weil ich muss nämlich noch diese ganzen Errungenschaften nämlich machen, dass ich halt dieses, dass ich halt im Diorama die eine Figur bekomme, nämlich, das ist, glaube ich, Leia? Nee, Leia nicht. Ich glaube, das war Dingeskirchens hier, Boba Fett oder so. Denn man muss halt die ganzen Spielmodis 10-mal gewinnen halt. Und das ist sowas von ätzend. Oh, da sind wir schon mal drin. Perfekt, wir haben was gefunden. Heldenjagd auf den Schwefelfeldern. Was? Schwefelfeldern? Hier habe ich noch niemals Heldenjagd gezockt. Oh Gott, und hier mit Jetpack und allem Mögliche. Oh, das wird krass. Das wird krass. Okay. Habe ich noch nie gemacht, Heldenjagd auf den Schwefelfeldern? Noch nie. Also, ich habe überhaupt keine Erfahrung gerade. Generell, wie das jetzt hier laufen wird. So, wir sind ja die hier, die hier, die hier, die hier, die hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Ionenschuss habe ich ja letztens benutzt. Körperschild auch. Explosivschuss. Feuerbündeln haben wir auch. Scanimpuls. Kühlzelle. Benutzen wir das nochmal. Denn ich habe nämlich jetzt auch noch was machen wollen. Und zwar benutze alle Sternkarten und bla bla bla. So. Ach Mensch, jetzt habe ich das falsche Loadout benutzt. Und hier ist irgendjemand in Führung. Wo ist er denn? Weil mit unserem Jetpack-Loadout kommen wir nicht wirklich voran. Könnte auch sein, dass derjenige... Oh, oh, der will es garantiert gleich in Beschlag nehmen. Wo ist er denn? Ah, schon wieder? Jetzt aber. Wir müssen unbedingt hier hin und das verteidigen. Weil er wird sowas von hingehen wollen. Jawohl. Blöp. Scheiße. Corgulus. Radiska. Krass, 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 krass. Okay. Nein, wir haben schon wieder das falsche Loadout gewechselt. Nein. Ach. Aber es bringt so oder so nichts. Denn dieses Loadout, was wir normalerweise benutzen, ist, dient eigentlich wirklich nur für reines, exzessives Multiplayer gegen andere Gegner und nicht gegen einen Helden. Der ist wirklich blöd, glaube ich. Plöp, plöp, plöp. Ja, wo ist er denn hin? Ach, der tümmelt sich da nur hinten rum. Ah, schade. Jetzt ist jemand anderes der Held. G-Himmel. Na dann, wollen wir mal den G-Himmel jagen. Plöp. Plöp, plöp. Scheiße, plöp, plöp, plöp. Oh, der wird gerade richtig zusammengenommen. Jawohl, flieg, 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 flieg. Ach komm schon, das war ich. Ihr habt den Kopfgeldjäger besiegt. Nächster Held.
Imperator! Die Schwuchtel. Entschuldigung, aber Imperator ist wirklich der schlechteste hier überhaupt. Wir warten mal so ein bisschen, ne? Hey. Ach, komm schon. Jawohl! Nein, 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 nein! Süß, Mann! Oh, why? Wir müssen jetzt mal unsere andere Hand nehmen. Oh, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt das hier. Ich weiß gar nicht, wie diese Kühlzelle wirklich funktioniert, um ehrlich zu sein. Mann! Du Hund! Ey, das war meiner! Darth Vader, genau. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Da hinten ist er. Da wuchtelt er schon rum mit seinem Spruchtelschwert. Also ich habe mir jetzt auch den neuen Star Wars Film angeguckt und der war einfach mega fett. Oh, da hat mich doch noch erwischt. Scheiße. Und ich muss sagen, der Film war gut, aber er hat doch sehr viele Parts, den Scheiße, wo man halt merkt, dass die, dass der Film doch, also Achtung Spoiler, ja, ich weiß nicht, eigentlich müssten doch jetzt schon alle geguckt haben, oder? Nee, es ist nicht wirklich ein Spoiler. Ich sag jetzt einfach nur, Helden am meisten Schaden zugefügt, gerade hinzugekommen und Helden hat schon am meisten Schaden hinzugefügt. Was sind das für Noobs hier? Entschuldigung. Okay, wir hoffen mal, dass es kein Spoiler ist. Ich glaube nicht. Aber ich denke mal, dass der Film ein paar Stellen aufweist, wo man sagen kann, dass diese Teile auf jeden Fall herausgeschnitten sind aus anderen Teilen. Also sie erinnern jedenfalls einen ziemlich an Teil 4, Teil 5 und Teil 6, also doch an den älteren Teilen halt. Ja, und J.J. Abrams hat dazu nur gesagt, ja, er hat das mit Absicht gemacht, denn er wollte halt, dass die Leute sich wieder wie zu Hause fühlen, also dass die sich halt wieder wie früher fühlen. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur der Film so ein bisschen zusammengespielt halt, wie aus den anderen Teilen halt, also wie 4, 5 und 6. Ja, aber ich finde ihn persönlich trotzdem gut. Ich finde, er ist sehr gut gelungen und ich verstehe nicht, wieso ich da noch nicht. Ja, ich weiß, der ist schon gestartet. Feuerbündeln. Ich glaube, den habe ich noch nie benutzt. Keine Ahnung. Sternkarten habe ich ja jetzt eigentlich alle schon benutzt, oder? Müsste ich eigentlich alle schon jetzt benutzt haben, wenn nicht. Machen wir den hier noch. Dann müssten wir einfach nur mal gucken. So. Hellenjagd. Start. So, bring Han Solo zur Strecke. Oh, Han Solo lebt sogar schon. Nicely done. Flip. Ach, jetzt runter weg, der Dicke. Jetzt runter weg. Ja, schon blöd, wenn man nicht zielen kann, wa? Perfekt, wir haben den Held! Woo! Wir haben den Held! Perfekt, den spielen wir Boba, wa? Nein, wir spielen Leia, kacke! Na okay, doch so kacke ist, das kannst du gar nicht. Scheiße. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wer ist der Nächste? Dachtet ihr,
Oh, 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 oh. Oh, scheiße, Alter. Oh, scheiße, Alter. Was für ein Arsch! Schaltet sie alle aus! Willst du es nochmal versuchen? Das Imperium pfeift aus dem letzten Loch! Ich stehe noch! Oh! Scheiße! Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, oh, 16 haben wir, 16 haben wir, 16 haben wir. Wir sollten mal schnell hier weg. Ich bin so angespannt. Ich vergesse wieder so voll das Reden. Die können mich, wenn sie rausgucken, können sie mich schlechter sehen. Das ist nämlich richtig fies. Irgendwer hat bestimmt Verwendung dafür. Ey, das ist sowas von fies, ey. Wir haben schon 22. Wir können es gewinnen. Nein, 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 nein. Scheiße, Kampfmeister. Egal. Ah, intelligente Rakete. Wir haben 26 Punkte, ey. Wir liegen in Führung. Und wenn es jetzt richtig schlimm ausfällt, müssen wir wirklich 10 Minuten so ausharren und denen keine Kills geben. Bitte geh nicht rechts lang. Sieht gut aus. Oh, Kacke. Nein. Jawohl, wir haben ihn wieder! Spitzenspieler! Und wir spielen jetzt Han Solo, das ist das Geilste! Oh mein Gott! Han! Ach, mein lieber Han! Ja, doch, kommt her! Zu blöd, dass sie nicht wissen, dass ich ziemlich gut mit dem DL-44er bin. Weil ich das die ganze Zeit immer gezockt habe und wir haben schon 30 Punkte. Scheiße. Plopp. Von hier kam er irgendwo. Oh oh, wo kommen die alle her? Daneben. Na, also halbwegs daneben. Sagen wir mal, das war ein halber Treffer. Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Wir haben 38, wir haben 38, ey. Das ist sowas von krass, diese Runden zu gewinnen. Das ist manchmal wirklich sowas von heavy. Oh, scheiße, da habe ich aus denen geschossen. Nicht gut.
Wie blöd muss man sein? Das hat gesessen, 43? Wir brauchen 50 Punkte, Leute! Wir brauchen 50 Punkte! 50 Punkte! Hier hinten muss das irgendwo sein. Da hinten ist es. Na, gefällt euch das? Was habe ich kommen sehen? Aber jetzt bin ich dran. Wo denn? Da müsst ihr euch schon mehr einfallen lassen. Scheiße, 47 Kills noch und wir haben nur 1% Leben. 1% nur. Ah ja, 1%. So. 47 haben wir, ich glaube, die Runde gewinnen wir, aber sowas von fett. Ist der blöd? Der hat es nicht mal bemerkt, dass wir hinter ihm waren. So, thank you, Polak. Was? Haha, hält verwundet. Ach, der ist doch so gut wie tot hier schon. Der ist doch so gut wie tot. Der kann es nicht spielen. Also, ich will auch nicht sagen, dass ich der perfekte Heldspieler bin, aber trotzdem, man sollte schon die... man sollte schon wissen, wie man einen Held spielt. Also zum Beispiel Luke ist halt nur wirklich auf Nahkampf. Und bei manchen halt auf Nahkampf zu spielen ist sehr, sehr schwer, denn wenn man halt, wie soll ich sagen, wenn man halt die ganzen Nahkämpfer hat, die haben halt keine wirklichen Verteidigungen, abgesehen jetzt vielleicht vom Held, ja, aber... Ach, Kacke, ich hab ihn nicht gesehen. Egal, 55. Ah. So, aber wir werden trotzdem gewinnen. Weil wenn der jetzt nur 55 hat, der hat schon so gut wie verloren. Also, nochmal um zurückzukommen, die Nahkämpfer an sich sind schon, nennen wir es mal vorsichtig, eigentlich gut. Also wie zum Beispiel, eigentlich ist der beste Nahkämpfer eigentlich nur Luke, weil Vader ist zu lahmarschig und Sidious ist einfach, ja wie soll ich sagen, Sidious ist Sidious. Falls ihr versteht, was ich meine. Denn der hat irgendwie... Der ist so gut wie tot, der ist so gut wie tot. Oh oh. Was? Was hat der denn gemacht? Ich habe gar nichts gemerkt gerade. Der hat schon 18 Kills? Wie kann der denn gerade 18 Kills gemacht haben? Nein! Nein! Das war so knapp gerade. Okay, wir müssen den Kill kriegen. Egal wie. Egal wie, Leute. Ja, klar. Der Vogel, der hat den angeblich besiegt, oder was? Ich besieg den erstmal so richtig schön vor und dann kriegt er jetzt den Held. Aber na klar. Hoppala, Entschuldigung, ich muss gehen. Ich glaube, sie haben sich hier verirrt. Ach, scheiße. Kacke. Schon wieder Wiss. Aber Wiss hat nur 6 Punkte. Oh, da zittert man wieder, denn ich habe, wie gesagt, vorher schon mal ein paar Mal diese Helden versus, Heldenjagd gespielt. Und es ist sehr, sehr schwer. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Vor allem, wir sind noch nicht mal richtig voll. Aber doch, ein Spieler fehlt. Da sind die hier wirklich kacke. Aber ich habe wirklich um mein Leben gekämpft. Das letzte Mal. Wo ist denn der hin?
Das ist eine ganz, ganz gute Idee, immer diese... die Waffe immer so zu wechseln, weil dann kann man immer noch vorsichtshalber kurz... Aber ich sehe schon, der läuft mir garantiert von der Linse. Ach, der will garantiert zum Heldenpunkt hin. Ey, ich bin da hinten. Ja, Hitrange von 1000 Metern oder was? Wir müssen den irgendwie... Der hat nur 50% Leben. Und ich will wenigstens die 50 voll machen hier. Irgendwie... Wenn es geht. Wenn ein Gott da ist, dann soll er mir wenigstens die 50 voll machen. Ja, jetzt schon eine Thermalgranate schmeißt. Das muss man machen, wenn er wirklich so eingekesselt ist. Der wird sich garantiert eh hier unten rumtreiben. Ha! Aber ich habe mich selber ausgeschaltet. 48. Nächster Held. Ja, weil wir uns selber umgenietet haben. Riska? Achso, 0,15 hat er. Na, scheiße. Werden wir leider nicht mehr die 50 voll machen. Es sei denn, wir töten natürlich den Held. Das wäre ja das Obergeilste jetzt überhaupt, wenn wir den Held töten, 49 haben. Dann mache ich noch einen Kill. Ah, der ist hier. Der ist hier. Mann, was stellt er sich denn von meiner Tochter dahin? Das gibt's doch ja nicht. Da will man einmal nur was machen. Hat man eine Idee. Und dann klappt es nicht. Und er will hier eventuell auch zum nächsten Helmpunkt hin. Weil er jetzt nämlich wenig Gesundheit hat. Und. Dexter! Hey, 2 von 16 hat er. Ja, ich hab die gut zugesetzt, auf jeden Fall. Unsere Spione haben Luke Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Hä? Ich hab doch nicht mal losgelassen. No. Egal. Wir haben eh gewonnen. Yo, wir haben gewonnen. Ich hab das erste Mal aufgenommen, als Held gewonnen. Beziehungsweise Heldenjagd. Wir haben 3, 2, 1, 49. Nein! Scheiße! Ach, Kacke, das wär's gewesen. Wir haben fast die 50 voll. Scheiße, Kacke. Wirklich blöd hier laufen. Aber trotzdem, wir haben gewonnen. Wir haben, guck mal, wir sind alle wieder vorne und. Ah, herrlich, wirklich. Also, ich habe das Spiel jetzt gerade schon gesehen, 90 Stunden gespielt und. Ich denke mal, ich könnte jetzt mich schon so langsam als Veteran dazu erzählen, aber ich will ja nichts sagen. Aber jedenfalls erstmal wieder danke wieder fürs Zuschauen von, ja, es gibt Doppelpunkte, deswegen gibt es jetzt mega fett Geld, 2500 Credits. Und die werde ich jetzt erstmal kräftig auf den Kopf kloppen, werde mir ein paar Killersticks kaufen und deswegen sage ich danke wieder fürs Zuschauen und dann für immer bis zu einer nächsten Folge von Star Wars Battlefront. Ciao!